Anscheinend haben wir jetzt wieder Maulwurf auf dem Hauptplatz, wurde mir erzählt. Und ich habe meine Geheimwaffe mitgebracht. Das ist Edda. Edda hilft gegen Maulwürfe. Edda ist die... Was mit Edda? Reibst du die jetzt mit Knoblauch ein und dann geht sie in das Maulwurfsloch? Ja, die Nase wird ein bisschen mit Knoblauch eingerieben und dann geht sie mit der Nase in das Loch rein und dann... Maulwurf weg. Also das Edda ist deine Geheimwaffe. Ja, so, und pass auf, hier. Wenn ich Edda jetzt loslasse. Und los! Satan, Mattenkampfhund. Edda, du musst jetzt... Bitte ich. So, siehst du. Die musst du ein bisschen auffordern. Edda, stopp! Halt! Sie hat die Fährte schon aufgenommen. Hier, sie weiß genau, wo sie hin muss. Edda, stopp! Aha! Die läuft jetzt gleich zum Maulwurfhügel. Die weiß genau, was los ist. Ich werd so schlecht, echt. So, warte hin. Ich kack mir da nicht hin. Edda! Maulwurf soll sich ja angeblich auf dem Hauptplatz geschlichen haben. Und das ist natürlich... Platz, weil Uwe ist ganz schlecht. Ja, ne? Ja. Und ich vermute mal, dass ich da was sehe. Aber Edda, kommst du mal mit? Ja, jetzt müssen wir über den Platz. Ah, das ist Geheimwaffe, der Hund. Edda. Der läuft doch ganz andere Richtung. Ja, Edda, der spürt was. Der spürt wirklich was. Der ist nicht so wie Fito, der alles gleich auseinanderreißt. Komm her, Edda, komm. Ja, komm. Hör auf, das ist ein Pferdenhund, den sollst du nicht ablenken. Das ist ein Wellpudel, das ist doch kein Pferdenhund. Der wird ein Pferdenhund. Hier, Plattmannhund, holst du einen Stöcker von dem Platz. Hör jetzt auf, Edda abzulenken, die soll hierher. Ich lenke die doch gar nicht ab. Jawohl. Schrei mich doch nicht an, ich bin nicht deine Schwiegermutter. Plattmannhund, der sucht die Edda. Die sucht die Stöcker vom Platz. Edda, hier. Komm mal, Edda, Fährte aufnehmen. Komm. Ach so, hast du dann den gefährlichen Eichenbaum-Maulwurf im Boden oder was? Ja, ich weiß nicht, was für ein Maulwurf das ist. Edda. Kein Hund der Welt hört auf mir. Das ist eine Art Labrador, die hast du alle versaut. Die gehören. Was hab ich denn damit zu tun? Ja, du hast doch auch zwei Labradors. Ja, warum hab ich die denn alle versaut? Ja, wenn der eine, der Älteste, hierher kommt, dann brauche ich hier keinen Gartenschlauch liegen haben. Weil dann geht das ab hier. Hier sorgt das schon für, dass Labrador mir fertig macht. Du hast den Hund vergessen, Udo. Du hast den Hund vergessen. Nein! Edda, komm jetzt ihm her. Oh Mann, Wilke, was hast du wieder mit dem gemacht? Der war so gut dressiert. Der ist mitgelaufen, alles. Ich hab noch gar nichts gemacht. Nee, du hast die ganze Zeit... Ja, genau. Ich habe ihm ein Foto von dir gezeigt und seitdem ist er so. Hast du ein Foto gezeigt oder wie? Nein. Du schaffst einfach alle Hunde gegen mich. Edda! Herrgott, nochmal, das gibt doch nicht. Edda, komm mal her. Edda, guck mal. Edda, komm mal mit. Edda! Oh, was ist das ein Schwerbild? Komm mal mit. So, komm mal her. So, hier ab. Ich will dir was zeigen, Edda. Ich möchte dir was zeigen. Edda, bitte. Ich geb's auf. In meiner Familie wird nie ein Labrador in die Familie kommen. Warum? Weil die nicht hören. Die hören auf dich nicht. Aber auf dich. Das ist das nämlich. Du interessiert die so, dass die nicht auf mich hören wollen. Weil ihr jedes Tier gegen mir verspürt. Sogar Krähen sind gegen mir. Was redest du da? Laber ich ein Dünnchen. Sogar Krähen sind gegen mich. Ja, so. Mann, oh Mann. Edda, hast du mal Zeit für Udo? Edda, hast du Zeit für Udo? Edda. 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 Herr Gott, noch mal Edda. Bin ich ein Tonmann geredet oder was? Komm her zum Maulwurf. Ich hab doch die Sträucher in der Hand. So, komm, auf geht's. Rückwärts, so, mitkommen. So, ihr guckt. Edda, wir haben doch keine Zeit für Platzbegehung. Wir müssen Maulwurf gucken. Was stellst du dir denn vor, dass Edda gleich mit einer Kopfleuchte in den Maulwurfstunnel geht und dann einen Tee so, trinkt? So, pass auf. Ich fall dir jetzt so ins Wort. Das ist ein Welpe, den kannst du jetzt noch erziehen auf sowas. Wie denn? Ja, weiß ich noch nicht wie. Er soll die verjagen. Wie? Das weiß ich auch nicht. Das weiß man unter Hose auch nicht. Edda, kommst du bitte. Mit Knoblauch macht nicht so viele Probleme wie mit dir. Udo, nee, ich hau du kannst Knoblauch. Doch nicht mit dem Hundewelpen schimpfen. Doch, ich kann das. Der ist 13 Wochen alt. Nee, 14. 13. 14. 13. 14. 13. Ja gut, dann 13,5. 13. 14. 13. Ich geb jetzt nicht nach. 14. 13. So. Nee, 14. Oh, ist das ein schwerwiegender Hund. Also wirklich. Wenn ich so wäre als Welpe gewesen wäre, dann hätten die mich rausgejagt als Lehrling. Jetzt kratzt er sich. Wir wollen nur Maulwurf zeigen, ne? Wird wieder Triologie.
ist immer Wallo. Ich hab Angst, dass er mir auf den Platz scheißt. Sag mal ganz ehrlich, wie kann das sein, dass jeder Labrador mir fertig macht? Kannst du mir das mal erzählen? Weiß ich nicht. Also, ich weiß noch genau, wie Fiete damals so klein war. Und du kamst mit ihm. Und ich war am Blätterhaken. Der hat mir die Hake bald zerstört. Weil Labrador mir das Leben schwer macht. So, jetzt rein. Hund wird jetzt Maulwurf kennenlernen. So wollen wir das Video nochmal neu drehen. Mit Geheimwaffe, Edda. Kann besser so, dann hat alles super funktioniert. Wir sind direkt hergegangen. Sie hat gehört auf mich. So, jetzt kommen wir. Udo, du hältst deinen Hund auf wie so eine Kalaschnikow. Ja. Komm mal her. Sag nochmal Kalaschnikow. Kalaschnikow. Jetzt und wir nicht wie so ja, wir müssen da jetzt hin, Kanatschikow. So, komm her. Ja, wir wollten eigentlich nur kurz den Maulwurf drehen und wird wieder ein riesen Film. Entschuldigung, Zuschauer. So, komm her, Edda. Hier, pass auf. Du als Welpen lernst das jetzt kennen. Edda, stopp. Prr, halt. Edda, guck mal. So, Edda, das ist ein Maulwurf. Hat ein riesen Loch geschmissen. Maulwurf unten im Boden, Edda oben Boden. Wenn Edda mit Nase reingeht, Maulwurf weg. Ja, immer schön aufpassen. Hier sitzen bleiben, hier. Da, Maulwurf. Hier, guck mal. Da. Hör doch mir. Hier. Ja, Fährte aufnehmen. Oh, er will doch nicht riechen. Das ist doch nicht der Maulwurf. Oh, der hört doch nicht. Wilke. Ist auch kein Welpe. Hab ich doch gesagt. Ja. Kannst du dich hier hinstellen? Und dann? Ja, wenn er kommt, in der Hand nehmen und umsiedeln. Kennst du das Umsiedeln? Ich habe letztens ein Video gesehen. Da haben sie ihn so, zack, in der Hand genommen und hatte den auf dem Feld gebracht. Du konntest da gar nicht hingucken. Nächsten Tag war er wieder bei Staatsbesuch bei den Nachbarn. Also wenn du Nachbarn nerven willst, ja, dann bringst du Maulwurf. Ja, da kannst du aber wirklich, dann hast du einen Staatsbesuch da. Also ich habe mir schon mal überlegt, dir eine Schnappschildkröte zu schenken. Stell dir mal vor, du hast eine Schnappschildkröte. Was ist denn Schnappschildkröte? Eine Schnappschildkröte? Ja, Schnappschildkröte. Was? Eine Schnappschildkröte. Ja, eine Schnappschildkröte. Oh, du bringst einen Willi durch, komplett aus dem Konzept. Eine Schnappschnittkröte. Ja, dann sag's doch. Schnappschnittkröte. Schnappschnittkröte. Das sag ich doch. Schnappschnittkröte. 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 So. Schnappschnittkröte. Kröte! Schnappschnittkröte, mein Gott, nee. Schnappschnittkröte. Schnappschnittkröte. Schnappschnellkröte. Schnappschnellkröte. Häng mich am Arsch hier. Warum denn? Ja, weil du, ey, du weißt genau, dass ich dann durcheinander komme. Weil so schnell kann ich das nicht reden. Und dann wirst du das immer wiederholen. Und da kommen immer mehr Fehler. Und jetzt kannst du mich mal da, wo es weh tut, in Ruhe lassen. Du willst jetzt weg? Nein. Ja, was wollen wir jetzt mit dem Maulwurf machen? Ja, da gehe ich jetzt hin und hol meinen Knoblauch. Ja, aber was ist denn jetzt, was ist jetzt denn hier die Ansage? Da kommt jetzt Knoblauch rein und dann werde ich morgen früh nochmal wieder gucken. Da hat's funktioniert und hier wird es dann vielleicht auch funktionieren. Oder der mag Knoblauch, das kann ja auch ein anderer sein. Wieso lachst du jetzt? Oder oh, ist eine Schnappschildkröte im Boden. Leck mich am Arsch. Du bist nur am... Edda! Leck Mof! Wieso bist du so gut drauf? Ich hab meinen Knoblauch. So, größter Plattwart-Tipp. Knoblauch gegen Maulwürfe. Es ist wirklich wahr, seit 4 Wochen hinten kein Maulwurf wieder da. Das heißt, abpellen, aufschneiden, duftmäßig geht das raus, hält länger. Du verarsch mich jetzt nicht. Mir erklärt jetzt gut. So, Höhle aufmachen, da ist das Loch. Hier, so. Oh ne, Handschuhe anlassen, sonst Finger stinken und Ärger mit Frau. So. Ja, ist wirklich. Wir waren doch vorgestern essen, ne? Ja. Ja, und ich hatte doch Knoblauch gegessen. So, Knoblauchzehe ordnungsgemäß aufgeschnitten, rein. Nur eine? Kannst du einmal ein bisschen Geduld zeigen? Ja, Entschuldigung. Nee, Entschuldigung ist das nicht. So, so. Mehr und jetzt machst du es wieder zu. Ja, und jetzt kann der Duft durch die Gänge. Und jetzt kommt wieder. Jetzt weiß ich genau, der erste Zuschauer schreibt, das funktioniert nicht, da, 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 da. Und wenn du jetzt mal ehrlich bist, kannst du sagen, dass es wirklich funktioniert hat. So, so, Didi kommt. Didi läuft sich warm. Jungs, mach mal Platz. Ein schöner Platz, hat er gesagt. Und das von Nachbarsverein. Also da gehört schon was zu. Was machst du denn? Ja, ich teste den Platz, aber der ist wirklich, der ist top. Didi, hast du Kuchen mitgebracht? Nee, aber...
Feinappel. Das ist Qualität. Hier, dein Hund hat mich gerade begrüßt. Ja. Das ist mal gut, dass ich meine selbst reparierte Jacke auch waschen kann. Aber da geht die Erde nicht mehr drin. Ey. Hast du hier gerade warm gelaufen oder was? Ja, ich habe selten so einen Sprint hier auf dem Platz gesehen. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Wie ich noch kann, ne? Ja. Ich hab die letzten 20 Jahre auch passieren nicht gesehen. Das glaube ich. Hab ich wirklich die letzten 20 Jahre vom Weg nicht gesehen, so einen Sprint. Das ist Qualität, ne? Ja, Didi, wir haben jetzt gerade ein bisschen Probleme mit dem Maulwurf hier an den Seiten. Jetzt habe ich wieder Knoblauch reingesteckt. Ganz kurz in Didi, du kannst gleich reden. Ganz kurz hin. Wenn du was runterschmeißt, dann bückt man sich und hebt das wieder auf. Ja, wir haben Film gerade. Ja, interessiert mich nicht. Dann zeigst du den Zuschauern mal, dass du auch hilfsbereit bist und gehst mit der Kamera runter und holst das Ding wieder, was du runtergeschmissen hast. Ich habe auch was mitgebracht. Ich habe was gekriegt. Und zwar ein Taschenmanta. Das gibt man nicht, ne? Ein schönes Manta-Schild. Und zwar das Schöne ist dabei, den habe ich immer bei. Mal hier in der Tasche, mach die Jacke zu. Ruckzuck haben wir unsere Ruhe, mache ich die Jacke auf, wenn einer Manta sehen will. Ja. Dann habe ich ihn raus. So. Und jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Da steht ja Manta GTE. Wir haben jetzt ja kein Manta GTE. Aber früher haben wir auch nur 60 PS gehabt und haben da hinten drauf geschrieben, ihr habt schon 2 Liter. Weißt du, dürfen wir das bei unserem Manta auch nachher den GTE klar, drauf ja, machen? Ja, das wäre natürlich ein Traum. Was schreibt man denn da drauf, wenn man eine Flugzeugturbine hinten drauf baut? Ein Moment. Wir sind hier auf dem Sportplatz. Und dann möchte ich von dem Udo, Manta. Der Manta ist aber lebensentscheidend. Ja, der lebensentscheidend, das ist Didis Lebenstraum, Kindheitstraum. Aber doch nicht auf dem Sportplatz. Der Sportplatz ist ein Lebenstraum. Was ist das, eine Turnerei hier? Ja, wirklich, du musst ihn gucken und ranschieben. So, stopp. So, los, du hast mich doch gesagt, das ganze Ding ist schief. Wie kann das denn sein? Habe ich euch vorher gesagt, die sind teilweise. Hauen wir da mal mit dem Hammer drauf gleich. Dann mach da mal jetzt eine Schraube rein. So, wie sieht's denn aus? Und dann können wir gleich nach der Pause gleich schmeißen. Man merkt jetzt richtig, neues Jahr, neues Glück, sag ich mal. Und hier läuft was. Hier sind richtig die Leute froh, wieder an Arbeiten zu kommen. Hier passiert jetzt was. Ich bin da richtig überrascht von. Auch der Zockerplatz. Also, was wir jetzt schon wieder geschafft haben, allerhand. Aber dass das so schief ist, da habe ich nicht mit gerechnet. Jetzt wird gebrutzelt. Ich tue jetzt noch im einen gegenheften. Und dann kannst du mal brutzeln. Guck da immer rein. Ja, das ist Sucht, ne? Ja, ich guck da auch rein. Und dann abends im Bett. Dann kriegen die Augen. Kartoffeln wieder auf die Augen. Saki nochmal. Also heute ist ja richtig überragendes Video. Ja. Also, weil auch was funktioniert. Ihr seid ja richtig überragend heute. So. Wir sind heute richtig dabei. So, willst du jetzt brutzeln? Wo soll ich denn brutzeln? Bei dir im Arsch, natürlich an der Rohr. Also, ja, aber wo an dem Rohr? Hier, hier dran hoch, da müssen mehrere Heftstellen drin. Hochspeisen, langsam. Warum macht der nichts? Ist überhaupt ein anderes Ding? Oh, jetzt kommt was, oder warte. Jetzt ist wieder direkt reingekommen. Oh, da fängt schon wieder Udo, an. Warte doch eben, ich sehe nichts mehr. Du bist zu weit weg, dann höre ich. Wicke, guck mal, ich zeig dir das. Wie weit muss ich denn rein? Hier, ich zeig dir das. Komm mal. Ja, ich kann doch nicht jetzt. Soll ich da rein? Ja, halt das Glas fest. Ja. Runter vom Kabel. Ja, ich muss da auch irgendwo hin. Hier, guck mal. Ja, ich hab dir das paar Mal gesagt, neue Jacke an. Die bezahlst du mir. Ja, komm, hey. Ich hab dir da drauf hingewiesen. Guck dir mal meine Naht an. Hier. Ja. Ich schmeiß mich weg. Da hab ich einen hingebrutzelt, ne? Sag ich, Timo. Ich werd so schlecht, wirklich. Mit anderen Lorbeerenpreisen hier. Was war das? Also immer zwischendurch absetzen. So ist das Loch wieder zu. Was hast du jetzt gerade gesagt? Nix. Habe ich das richtig verstanden, dass er das rausschneiden will und scheiß Naht dahin machen will? Gleich? Nein. Ich sag's euch. Ihr habt Geburtstag. Wie sieht das denn aus? Ja, das ist Schlacke. Udo, du hast da so einen Nippel rangeschweißt. Nee, das ist Schlacke. Der Schlacke läuft immer raus. Guck, da ist das Loch entstanden. Das hält aber ja so, oder? Das ist nämlich das ist so dünn, da musst du so aufpassen. Und bei 3,25er tiefer kannst du bald nicht stellen, dann verschmelzt das nicht richtig. So, ja, das Ding hält erstmal, ja. Hier sind ja jetzt die Löcher drin, ne? Ja, da hauen wir Stangen rein. Wir müssen Stangen haben.
Was für Stangen? Stangen, die wir hier in den Löchern reinhauen, dass der vernünftig hält. Am besten mit so einem, da gibt es ja welche mit einem Kopf oben drauf. Richtig. Die so lang sind. Ja, ja. Die hauen wir im Boden rein. Reinhauen. Dann hauen wir mit dem Kopf und die hauen wir hier rein. Da werde ich mich drum kümmern. Oder wir können auch selber Dinger drauf schweißen. So, einfach nochmal Stangen und dann haben wir da Unterlegscheiben. Genau, das machen wir auch. Weil selbst konstruieren ist immer geiler, wie, als wenn gekaufte. Das ist genauso mit Kuchen. Ich mache lieber selber Kuchen backen. Dann weiß ich, was ich drin habe. So, geh dann mal weg. Ja, das lassen wir eben stehen noch. Und nee, wir können erst die Bammel dran machen. Ja. Du kannst die Maschine eben ausmachen, Timo. Hier, hast du den Malheur schon gesehen? Darfst du ruhig im Film. Da hat ein Malheur passiert. Was denn? Zeig ich dir. Oder Timo, zeig du ihm. Timo hat die Schaufel kaputt gemacht. Ich muss einen neuen Schippenstiel kaufen. Ja. So abgebrochen. Er hat ihn hier runtergesetzt. Wo ist abgebrochen? Ja. Da. Er hatte den runtergesetzt und wollte Hebelkraftwirkung machen und auch mal genug. Knack. Oh, das hat weh. Ja, alles gut. Das ist wie Musikknochen. Aha. Gehst du damit denn? 2, das ist gut. 2 mm. Das haben wir immer so. Und da hinten? Sollen, dass wir hier dann noch ein bisschen höher müssen. Hier müssen wir ein bisschen höher. Ja, der ist auch runtergerutscht jetzt, ne? Ja, wie viel muss der höher? 3 mm. Endeffekt und Endschluss, ein Hakenkeil. Aber wo ist denn mein Holzkeil? Bin ich nun dann blöd? Das ist sowieso die letzte Schraube jetzt. Wir haben heute richtig viel geschafft. So, das war es jetzt mal zum Ersten. Wir haben heute die ganzen Banden hier festgeschraubt, komplett drum zu. Jetzt nächste Woche kommen die Netze komplett drum zu, werden abgespannt. Und dann ist der Käfig fast fertig. Ne? Dann wird hier noch ein bisschen Mutterboden verteilt in den Ecken, wo noch was fehlt. So, liebe Leute. Wenn einer jetzt sagt, wir haben nichts geschafft, der hat sich getäuscht. Komplett fertig. Und jetzt seht ihr mal den Höhenunterschied. Wir müssen wirklich jetzt Sand auffüllen. Das wird aber alles noch gemacht. Das muss noch festgesetzt werden. Das ist noch lose, aber wir haben fast alle Banden dran, bis auf da vorne. Wir haben leider keine Bandenschrauben mehr. Und die muss ich jetzt nächste Woche besorgen. Nochmal 60, 80 Schrauben dazu. Und ja, und dann kommt Verstrebung noch dazu. Punktfundamente müssen wir noch machen. Ja, ein paar, ne? Ja, ein paar. Und da kommen Eisenstangen im Boden, dass das sich überhaupt nicht verschieben kann. Und dann haben wir das Ding fertig. Da kommt das Netz zum Abschluss. Vergesst nicht, Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und schreibt gerne was in die Kommentare. Und nicht vergessen, teilen. So, bis dann. Wieso rede ich immer wieder nur? Ha? Warum redet Timo nicht? Der läuft nur. Ich hab gerade schon geredet, oder? Was hast du denn gesagt? Was? Moin im Schiff oder was? Nee, ich hab gesagt, was wir gemacht haben. Ja. Oder? Ja, immer dasselbe. Ich muss immer reden.